Hallo, liebe Griller-Freunde, hier sind wieder eure Griller-Queens. Genau, also ja. Ich glaube, das haben wir jetzt schon 80 Mal. Ihr habt jetzt schon ein paar Videos von uns gesehen. Das Moin. Heißt, wir sind ja ab jetzt zu zweit und da freue ich mich nach wie vor sehr drüber. Wir sind ein tolles Team und wir sind richtig on fleek, würde ich sagen. Ja. Also gestern haben wir zusammen gegrillt. Ja. Wir haben heute uns wieder getroffen. Wir haben vorgestern, egal. Wir haben uns sogar beim Einkaufen heute. Wir haben uns halt beim Einkaufen getroffen. Ich habe sie gar nicht erkannt, weil sie war so unscheinbar und so, oh Gott. Oh hallo? Und ich so, okay. Ich kann auch schüchtern sein. Ja, aha. Mann, das, wenn du schläfst oder was? Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir uns heute wieder schön was ausgedacht für euch. Und man muss ganz ehrlich sagen, wir haben den ganzen Tag miteinander irgendwie kommuniziert und uns Pläne gemacht, was wir heute eigentlich grillen wollen und kochen wollen. Und dann haben wir uns getroffen und haben alles umgeschmissen. Das stimmt. Und wir nennen das Ganze heute die schnelle Nummer. Die schnelle Nummer. Wer mag sie nicht mal? Genau. Marion hatte irgendwie noch zu tun zu Hause. Ja, und irgendwie haben wir uns ein bisschen später getroffen. Ja. Und haben gesagt, okay, das machen wir. Wir kürzen das Ganze hier ein bisschen ab. Ja. Ne? Und machen eine schnelle Nummer draus. Die schnelle Nummer fängt an mit einem Schweinefilet. Mhm. Das habe ich noch nicht pariert, das mache ich gleich. So, wir brauchen ein Schweinefilet, jetzt kommst du. Ja, und dazu haben wir dann den Senf. Und danke, lieber Ralf, ja, dass du mir immer wieder diesen Senf zukommen lässt. Das ist, also ich liebe den. Der ist lecker. Ich habe da keinen Vertrag mit der Firma oder so, aber dieser Senf ist einfach richtig gut. Der schmeckt super. Oftmals kriegt man den bei dem gelben Netto mit dem Hund. Das stimmt. Aber mein lieber Ralf, der kommt ja aus Gotha, mhm, und da gibt es den einfach dauerhaft. Und dementsprechend schickt er mir ab und zu mal so ein kleines, ja, Überraschungspaket. Danke, Ralf. Die verschiedenen Bornprodukten. Also, genau, wir marinieren heute das Schweinefilet mit dem Bornsenf, genau, und werden es dann füllen mit. Ja, wir haben dazu einfach eine kleine Mischung, haben wir schon mal vorbereitet, braune Champignons und Austernpilze, die sieht man jetzt eher wenig. Die sehen auch hässlich aus, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, okay. Die sind auch ganz schön labberig. Na gut, wollte ich mal. Aber egal, es ist, wie es ist. Sie sollen ja nur schmecken. Ja, gut, das stimmt. Dann haben wir hier ein bisschen Bacon gewürfelt. Der kommt auch mit da rein. Und dann haben wir Cheddar. Und zwar mit bisschen Chili drin. Ja, bisschen Würze da dran. Genau. Dann haben wir unsere Gewürze. Kein Hate, ich weiß, Ankerkraut, Nestle, bla bla bla. Ja. Aber wisst ihr, guck mal darüber. John, zeig mal dahin. So, ich habe nun mal einfach noch die Gewürze da. Ich auch. Und ich liebe es ja, Dinge zu, ja, nicht wegzuschmeißen. Nachhaltig einfach sein. Genau, Nachhaltigkeit stehe ich irgendwie drauf und dementsprechend wird das hier irgendwie verwendet, bis es nicht mehr schockt. Dann haben wir Berliner Schnauze. Ja. Wir brauchen Pfeffer, wir brauchen Salz und ein bisschen Öl für die Pfanne. Ja. Wir werden das Ganze nachher, ja, wie gesagt, füllen. Und brauchen dafür dann das Garn. Ja, und wieso ist was ist das denn? Keine Ahnung. Die wollten wir auch noch lieber machen. Hat keiner gesehen. Die kommt damit rein. Genau. Also du bereitest mir ja die Füllung vor. Ja. Ich gehe gleich raus an den Grill, werde, nachdem ich es pariert habe, das Schweinefilet einmal kurz scharf angrillen, komme dann wieder rein, dann werden wir das schön aufschneiden und Marion wird dann die Füllung vorbereiten. Dann füllen wir das, werden das mit dem Garn ummanteln, um den Garn. Ach, egal. Hier, wir haben Bondage. Bondage-Schweinefilet. Genau, okay. Ja. Alles klar. Und dann geht es nochmal ganz kurz auf den Grill, dass es ein bisschen nachziehen kann in den indirekten Bereich. Aber das seht ihr ja alles gleich. Also genau, macht euch keine Sorgen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, dass ihr. Und mal auch zwischendurch. Also, wenn euch das Video gefällt, das ist immer ganz toll, wenn ihr uns ein Like da lasst oder lasst uns ein Abo da. Es tut mir auch immer noch sehr leid, dass ich so lange irgendwie nichts gemacht habe, aber ich glaube, das ist einfach nur menschlich und dieser Kanal lebt einfach auch von der, ja, Menschlichkeit. Hier ist nichts irgendwie, keine Filter drauf, kein dies. Nee. Als Marion und ich angefangen haben oder jetzt uns damit besprochen haben, sagt sie, mach da mal einen Filter drauf. Und ich so, Marion, beim Film machen wir gar keinen Filter drauf. Nee, ja, aber manchmal, du weißt, normal bin ich eine Verfechterin davon. Also ich bin ja, also ich hasse es. Nein. Auf keinen Fotos von mir ist ein Filter. Nein, nee, genau. Und entweder sehe ich scheiße aus oder nicht. Es ist, wie es ist, genau. Aber das ist eben wichtig. Ich mag diesen Kanal einfach auch so, weil alle sind, die jetzt von Anfang an dabei sind. Das ist so witzig. Genau als ich darüber gesprochen habe, ist die Kamera ausgegangen, weil, ja, mein Handy zu voll war. Ich konnte keine Videos mehr aufnehmen. Dementsprechend hat er gesagt, Feierabend. Hatte ich gestern Abend. Aber genau das ist ja das, was ich sagen wollte. Ich finde das so cool, dass ihr auch so cool drauf seid und dass ihr mir diese ganzen Fehler verzeiht.
Und ich glaube, Marion ist genauso eine Chaos-Queen, wie ich es bin. Ja, aber das gehört auch dazu, weil keiner ist perfekt und perfekt wäre auch langweilig. Und wir wollen einfach zeigen, wie das zu Hause ist und nichts Gestelltes. Und naja, klar haben wir Schminke im Gesicht und wir haben uns ein bisschen netter angezogen. Haben wir sonst auch. Ja, aber jetzt haben wir jetzt hier privat grillen. Also wenn ich jetzt abends für Philipp was zu essen mache, dann ziehe ich mir nicht so eine Bluse an. Oder ich manchmal schon. Also ich mache das nicht für Philipp, ich mache das für meinen Mann. Die auch Doppeldaum sind, die beiden. Das stimmt. Das ist auch mal. Aber das erzählen wir euch mal ganz in so einer privaten Story, oder? Ja, machen wir demnächst mal. Genau. Bevor jetzt hier alle verhungern, weil wir gesagt haben, ja, Nummer, laber, laber. Ich pariere jetzt mein Fleisch. Du machst hier dein Klimbim und wir treffen uns gleich wieder. Alles klar, bis gleich. So, da sind wir wieder. Und es geht jetzt weiter mit den kleinen Vorbereitungen für die Füllung von unserem Schweinefilet. Dafür schmeiße ich jetzt erstmal unseren Herd an und mach mal einfach ein bisschen Gas. So, dann haben wir hier die Pilze und den Bacon. Wo haben wir das Öl? Da. Davon ein bisschen rein. Genau. Kurz erhitzen. Dann wird das Ganze in die Pfanne geschmissen. Wir würzen das Ganze, wie gesagt, mit unseren erwähnten Zutaten und ein wenig Salz. Ja, das wird. Ich habe jetzt auch langsam echt Hunger. Ja, es ist irgendwie spät und wir beide vergessen uns immer ganz gerne selbst. Aber es wird. So, ich hole mir das schon mal ran, ihr Lieben. Und ein Löffelchen. Das sieht gut aus. Wir schmeißen also den Bacon schon mal rein. Er fängt an zu knuspern. Siehst du, wir haben was vergessen. Moment. Ja, wo haben wir es denn? Pause. Wir machen kurz eine Pause. Ich muss was suchen. Da bin ich wieder, ich hab's gefunden. Verrückt. Ja, ist nicht meine Küche, ich bin zwar... Was hast du gesucht? Das! Ach, aber ich war in der falschen Schublade. Ah, also, ich bin längst vor dir. Ja, da hätte ich auch drauf gefragt. Willst du, mein Schweinefilet ist ja nicht so groß. Ja. Willst du wieder so reinhauen? Ich habe sonst von unserem Sebastian... Ja. Er macht dann Salz. Das zeigt er. Das habe ich da auch zu Hause. Ah, siehst du? Super. Also, wenn man jetzt schön klein macht, glaube ich, dann kommt da ein bisschen mehr rein. Ich habe mein Schweinefilet auch schon gegrillt. Machen wir. Ich hole das mal hier rüber. Ja. So. Hey, machen wir hier gerade Platz? Ja, der kannst du mir, das ist ja gerade da. Ich habe es nur einmal. Deine ist anders. Ah, sehr gut. Von außen angetouched. Also, dass es nur einmal ein bisschen Farbe kriegt, ist, glaube ich, auch mehr fürs Gefühl und für die Optik. Der ist ja noch besser als meiner. Hey, doch. Ja. Jetzt nehmen wir den schönen Bohrensenf. Ich habe den kleinen Teelöffel. Ja. So. Und dann streichen wir. Oder massieren unser Schweinefilet schön damit ein. Oh, der riecht auch schon so nach Knoblauch, wirklich. Also, ich finde den Senf einfach gigantisch. So, ihr seht, genau, für die Füllung auch alles in der Pfanne. Der Speck ist schon ganz schön krosch. So. Das sieht gut aus, wenn ich das mal hier schaffe. Dann könnt ihr gucken, ich werde jetzt das Schweinefilet, wir nehmen nachher das Ende, das klicken wir mit um, weil es ist ja immer so dünn, dann ist es zu durch. Deswegen werden wir jetzt erstmal das einschneiden. Mhm. So. Ich würze mal in der Zeit ein bisschen mit unseren besagten. Genau, Würzen. Nur nicht durchschneiden, das ist wichtig. So, guck mal hier. Da haben wir eine schöne Tasche, wo wir gleich den Sud von Mayoni hier reinfüllen können. Mopi. Wenn ihr wollt, ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal so ganz spontan, gebe ich hier auch noch mal ein bisschen Senf mit rein. Massiere das Ganze ein. Ja. So. Und dann warten wir, bis Marion fertig ist mit ihrem... Ja, das ist tatsächlich... mit ihrer Füllung. Und dann just in time, fertig. Ach so, da können wir gleich... Müssen wir hier gar nicht irgendwie Schluss drauf? Nein. Okay, dann geht es gleich weiter. Wir können hier gerne weitermachen. Ich mache mal aus. Gibt ihr einen Löffel? Seht ihr? Yummy. Also das würde ich aber so löffeln. Ja, sieht gut aus. So, pass auf. Ich mache das mal genau. Okay, füllen wir jetzt schön da rein. Warte, ich muss hier gucken, der Käse muss ja auch noch reinpassen. Ja, so, es riecht aber auf jeden Fall wirklich gut. Und ihr könnt ja nicht, ihr könnt es ja leider nicht riechen, aber ihr könnt mir vertrauen, ich sage euch, das riecht lecker. Ich habe auch gerade schon erzählt, was für einen Hunger ich bekomme. Ja, auf jeden Fall. So, dann haben wir unseren gemischten Käse.
Den packen wir jetzt auch genau hier mit rein. Und ihr wisst, der Käse kann nie, nie genug sein. Immer viel, viel, ja, viel tut auch viel. Käse ist so. So, das ist meine Favorite Barbecue-Soße aktuell. Ich mag das gerne mit diesem Honig-Touch da drin. Ja, sehr gut. Ja. So, die geben wir jetzt hier mit rüber. Kann natürlich auch viel sein. Ja, ja, aber den Rest da Schwein rein. Wird auch schnell trocken, deswegen also, so genau. Oh. Ne, wir wollen ja Reste verwerten. Zack. Das lassen wir jetzt so. Nun binden wir das Ganze zusammen und dann treffen wir uns gleich draußen am Grill. Genau. Bis gleich. Wir sind jetzt draußen wieder am Grill angekommen. Könnt ihr mal hier schauen, so sieht das Ganze dann aus. Das Bondage-Schwein. Es sieht wirklich ein bisschen gefesselt aus. Das legen wir jetzt auf unserem Grill. Den haben wir so bei 140 Grad eingeregelt. Legen das in den indirekten Bereich und lassen das Ganze jetzt so ein bisschen vor sich hin brutzeln. Ich sag mal, also einmal Deckel runter, bevor ich weiter laber. Ich sag mal so, ich schätze mal so 10 bis 12 Minuten braucht das jetzt bestimmt, um, damit das so irgendwie ja, schön durchgezogen ist. Wir kein rohes Schwein mehr haben, weil das geht ja gar nicht. Das wäre jetzt meine Vermutung, aber wir haben ja noch unser Thermometer. Zur Not können wir noch mal nachmessen. Also, wir melden uns gleich wieder. Es war doch gar nicht so schnell, wie wir dachten. Es ist keine schnelle Nummer. Ich musste das Filet noch mal kurz auf die direkte auf den direkten Bereich legen, damit es unseren Gargrad erreicht. Also ich bin jetzt von, ich sag mal so 58 Grad ausgegangen. Wir nehmen es ja nochmal rein, es zieht nochmal ein bisschen nach. Ich sag mal so 60 ist ideal. Ich hoffe, es hat geklappt, ich weiß es nicht. Weil es ja eben gefühlt ist, es ist so schwer zu messen. Die eine Seite ist ein bisschen dünner, die andere Seite ist dicker. Aber was würdest du sagen, Marion? Es riecht schon mal geil. Riecht geil, oder? Und ich denke, wir probieren es einfach. Genau, so machen wir es. Lasst euch überraschen. Wir treffen uns gleich drin in der Küche. Wir feiern uns gerade selber, ja, weil wir sind an die Marinade rangekommen. Es ist so lecker, oder? Es ist richtig also lecker. Also Barbecue ist es ja mit Pilzen. Also mit verschiedenen Pilzen. Austernpilzen, Braunchampignons. Mhm. Was haben wir noch? Bacon. Deine Gewürze? Die Gewürze, dann haben wir den Cheddar mit Chili. Ah, ja, der Cheddar. Und wir haben es mit Senf ja auch alles ummantelt. Also ich sag jetzt schon Barbecue-Soße. Mal nur vom, man muss es ja hier rüber transportieren und ich bin nur einmal, ist sehr lecker. So, du darfst es jetzt entbondagen, wie nennt man das? Ja, wir entbondagen es mal. Ja. Das ist ja das Bondage-Schwein. Musst du ganz vorsichtig, dass die Marinade da rauskommt, das wäre ja traurig. Ich bin immer ganz zärtlich. Ach so, na gut. Ganz, ganz zärtlich. Es riecht auf jeden Fall großartig. Sehr knobilastig riecht es. Ja. Ich denke, es kommt durch den Senf, weil der ist schon... Ja, der ist ja mit Knoblauch. Also genau. Müssen wir auch sagen, haben wir vorhin nicht erzählt, der Senf... Doch, hab ich erzählt. Na klar. Nee, ich glaube nicht. Ja, ich denke schon. Schreibt mal hier rein, ob ich es gemacht habe oder nicht. Ich würde sagen... Vielleicht habe ich es auch gehört. 50-50 Chance, aber ich würde sagen, habe ich gemacht. Gut. So. Soll ich den Händen am Ende nochmal? Also. Habe ich nochmal so einen fetten Knoten reingemacht? Natürlich, das hast du auch extra gemacht. Und bei Grillern macht man das so... Das gibt man den Mittelschnitt. Ach so. Also da macht man nicht irgendwie das Ende oder so, sondern wenn man irgendwie das was gefühlt hat oder wenn man, sag ich mal, ein Rumpsteak oder so hat, macht man immer einen Mittelschnitt. Bedeutet? Mitte. Genau, richtig. Ja, Mitte. Absolut. Mach mal, Schatzi. Aber du kannst ja auch grillen, so ist das nicht. Du hast tatsächlich ein bisschen Angst. Ich habe dich kennengelernt. Du warst ein bisschen also so. Ich bin, also letztendlich war ich nie die. Genau, mach ich jetzt. Jetzt kommt die. Oh, die genau. Oh, es ist noch ein bisschen rosa tatsächlich. Siehst ja, du? Ganz leicht, ja. Aber das Witzige ist, wir mögen es. Wir erzählen euch jetzt mal, das ist hier einfach nur real. Du hast vorhin für deinen Mann gekocht, ja, und hast auch ein Schweinefilet gemacht. Richtig, habe ich in der Pfanne gemacht. Auch sehr lecker, auch mit verschiedenen Pilzen. Mit Spinat, Knoblauch, Zwiebeln und Zartweizen und einer speziell gemachten Soße. War sau lecker, ehrlich gesagt. Aber du hast mir die Bilder gezeigt und ich habe gesehen, ich habe gesagt, das ist zu leicht rosa. So, also ich sag mal, für die Außenwelt ist ja es so, dass viele immer sagen, wissen Schwein wir muss durch sein. Dann es ist Schwein, war aber auch ziemlich durch, muss man sagen. Ja, es ist Schwein, ein leicht rosa Film. Aber dann ist Schwein aber auch sehr trocken. Wir mögen es gerne, wenn ja es leicht rosé ist. Genau. Ne? Müsst ihr nicht machen, uns schmeckt super. Und ich finde, also perfekt, jetzt mal ganz im Ernst, ich finde, es ist völlig okay. Ja, ich finde es gut. Und ich esse es so, ich habe auch keine Angst vor. Nee, ich auch nicht. Ich habe nur Schmodder an den Fingern. Ich habe vor anderen Dingen Angst. Ja, genau. So, jetzt, das sage ich jetzt hier. Machen wir ja beide mal. So, ja, zack. Ich dachte, dass der Käse mehr rausläuft. Warte, das war so meine Vorstellung. Wisst ihr, wie bei den Instagram-Dingern. Ja. Hätten wir mehr so reinkloppen müssen. Ja, na gut.
war meine, mein Traum war es. Ja. Okay. Wir arbeiten an den Träumen. So. Okay. Ich weiß wieder, für mich ist das Ganze zu groß. Für meinen Mund, deswegen. Oh, du sollst ja nicht komplett reinstopfen. Ja, okay, wir beißen ab. Wir probieren. Mhm. Geil. Richtig gut. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall auch mega zart. Mhm. Mega zart. Mhm. Also, ich finde, deine Mischung, also die Schärfe, obwohl du ja grundsätzlich keine Schärfe rein, also außer diesem Käse, der ein bisschen Chili drin hatte, diese Schärfe macht das Ganze hier aus. Total gut. Diese Barbecue-Soße mit dem Honig, das, die leichte Süße. Schön. Oder? Es ist ein guter Mix, wirklich. Solltet ihr probieren, unbedingt. Und wie gesagt, aber wo siehst du, ich finde ja immer, wo siehst du das, das Gericht? Also wenn wir jetzt eine große Gruppe haben und wir haben jetzt 3 oder 4 Filets. Ja. Kann ich mir vorstellen, man packt das nochmal auf so ein Baguette drauf. Total ein bisschen lecker. Salat. Oder? Du überhaupt. Oder selbst wenn wir hier irgendwie einfach nur mal so ein Barbecue, was wir mit Freunden machen, aufgeschnitten, alles, jeder nimmt sich was. Das ist auch so Fingerfood-mäßig. Könnte total ein kleines Stick rein, könnte. Ja. Haben wir gut gemacht. Also, und schmeckt. Und spontan. Ja. Ne? Also, unser Bonnet-Schwein geht für uns total klar. Mhm. Und wir sind happy. Ja. Hauen jetzt rein. Ja. Und genau. Ich freue mich, oder wir freuen uns, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr eure Kommentare hier reinschreibt und schreibt uns bitte eure ehrliche Meinung, auch mal, was ihr jetzt von uns denkt. In dieser Kombination, alleine, zusammen, findet ihr es gut, nicht, dies, das, egal. Schreibt eure ehrliche Meinung. Darüber. Oder was wünscht ihr euch? Genau, Ideen hier reinschreiben, das ist auch eine, genau, das ist ein guter Ansatz. Perfekt. Jetzt nicht so viel labern. Genau. Wir verabschieden uns von euch. Lasst uns ein Follow da, ein Like. Ja, was haben wir noch zu sagen? Egal. Dankeschön. Achso, Bang Boom Kitchen ist ja meine Seite nochmal. Müssen wir auch nochmal erwähnen. Aber mal unten in der Kanalbeschreibung ist alles zusammen. Ja, alles eins. So. Ist alles eins. Ihr so. Süßen. Gebt ein Küssi wie immer. Mua. Bye. Tschüss. Bye.